Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, heute zu unserem Format Naturmedizin. In der heutigen Zeit werden wir überlagert mit antibakteriell und Hygiene und hier desinfizieren und das muss gereinigt werden und null Bakterien mehr, alles gegen die Viren. Also es ist ein regelrechter Kampf. Und jetzt stellt sich wirklich die Frage, ist dieser Kampf überhaupt sinnvoll? Und dafür habe ich unsere Expertin für Bakterienheilkunde, Dr. Anne-Katharina Tschocke, zu Besuch. Und sie wird mit uns mal dieses Thema Hygiene auf eine neue Art beleuchten, vor allen Dingen, weil wir immer wieder alten wissenschaftlichen Glaubenssätzen immer noch auf den Leim vielleicht gehen, obwohl sich schon einiges verändert hat. Und heute ist es mal an der Zeit, wieder an den aktuellen Standpunkt hinzuschauen. Und deswegen bleiben Sie dran. Es wird auf jeden Fall brandaktuell und ganzheitlich für unseren Körper sein. Hallo, liebe Anne-Katharina. Schön, dass du da bist. Gerne. Und vor allen Dingen freue ich mich, dass wir mal das Thema Hygiene beleuchten, weil es gibt ja wirklich diese neuartigen Putzmittel, ich meine, damit bin ich jetzt natürlich auch schon groß geworden, mit diesem Nullbakterien und Desinfektion und aggressiven Badreinigungsmittel. Und dann gibt's natürlich noch die alten Putzmittel von früher, Essigreiniger oder solche Geschichten. Und inwiefern das noch mit der Natur überhaupt in Einklang ist und für unsere Haut, ich merke das natürlich, dann merkt ja jeder, dass es beim Putzen natürlich keine guten Qualität ist nicht wirklich mehr toll. Die Nägel sind kaputt. Geht kaputt und so. Die Hände sind strapaziert, ich weiß. Ja, also so Putzhände sehen immer nicht so schön aus. Ja, das liegt ja ein grundlegendes Missverständnis vor beim Thema Hygiene. Mhm. Die meisten verstehen unter Hygiene die Beseitigung von irgendetwas. Das ist, wie so vieles und wie wir das oft schon besprochen hatten, zurückzuführen auf die Vorstellung des 19. Jahrhunderts, steril sei gesund. Mhm. Tragischerweise ist das in den Köpfen so verankert, wie eingraviert, dass das immer noch erzählt wird, obwohl die Wissenschaft schon seit Jahrzehnten völlig was anderes weiß. Oder wir hätten es vorher schon wissen können, aber es ist jetzt alles auch in Studien nachgewiesen. Und kennst mich jetzt schon so weit, dass ich ganz gerne immer mal gucke, wo kommt es denn eigentlich her? Ja. Und was heißt denn Hygiene wirklich? Ne? Weil wir wollen ja alle hygienisch sein. Das ist auch wunderbar. Hygieia war ja eine Göttin. Wusstest du, dass Hygiene etwas Göttliches ist? Mm-mm. Hygieia war eine Göttin. Und zwar eine Tochter von Aesculap. Ich habe ein Bild mitgebracht, wo wir mal gucken können. Und da sieht man diese Hygieia. Okay. Sie hat eine Schale und sie hat eine Schlange. Daran kann man sie erkennen. Das sind ihre Attribute. Die Schale ist dieses Empfangende. Und die Schlange ist uns sehr bekannt aus der Heilkunde des alten Griechenland. Steht ja auch für den Aesculap. Und die das Arztzeichen ist die Schlange, die am Stab sich in die Senkrechte windet, ne, aus der Waagerechten. Und diese Hygieia ist eine Tochter von Aesculap mit Epione. Das sind ein Paar. Und Epione hieß die lindernde Göttin. Und sie hat auch noch eine Schwester, die ist für die Arznei und Zauberei so zuständig. Und Hygieia ist für das gute Leben zuständig. Und das griechische Wort Hygiene heißt eigentlich Gesundheit. Das heißt, hygienisch zu leben heißt gesund zu leben. Und da liegt jetzt dieses Missverständnis, dass man dann irgendwann gedacht hat, ja, Bakterienbeseitigung sei irgendetwas Gesundes. Und das Dumme ist, wir denken das noch, obwohl wir längst wissen, dass der Mensch ein Mikrobiom hat, dass die Bakterien zum Körper gehören, in den Boden gehören, in den Kreislauf des Lebendigen gehören. Und jetzt gehen wir immer noch hin und wischen die weg und wollen die weghaben, so nach dem Motto, du musst weg und ich bin hier. Also hallo da, weg mit dir, ich komme jetzt hier. So Homo sapiens jetzt, ne, du weg, ich hier. Das ist tragisch, weil es bedeutet, dass wenn ich mit einem antibakteriellen Putzmittel durch die Gegend spaziere, auf jeden Fall ein Durcheinander anrichte. Im ersten Moment beseitige ich die Bakterien, die da sind, aber auch gar nicht alle. Nur einen Teil, einen großen Teil vielleicht. Und dann auf den Kurven, die man in den Studien dann sieht, dann siedelt sich einfach das an, was in der Luft rumflattert oder aus der Umgebung wieder kommt. Und dann kommt meistens das wieder, was vorher war. Plus die Mikroben, die übrig geblieben sind, die ihre Resistenzgene aktiviert haben und die dann aber nicht mehr im friedlichen Miteinander mit den anderen gut kooperieren können, weil die so mit Überleben beschäftigt sind, dass sie im Grunde genommen Teil eines Chaos werden. Mhm. Und wir haben das ja im Extremfall in den Krankenhäusern.
die hygienischsten Orte sein sollten. Ja, das ist auch zwingend notwendig, wo ich jemanden operiere, wo ich den Bauch aufschneide, in den Blutraum eingreife, darf natürlich nichts Fremdes rein. Da sollten auch möglichst wenig fremde Hautmikroben von einem Chirurgen rein. Es ist völlig sinnvoll, sich da eigentlich einen großen bakterienfreien Raum zu schaffen, weil man ja in einen Lebensraum eingreift, wo möglichst keine anderen reingehören. Ja, die Bakterien, die wir zu uns nehmen, die gehen ja durch den Verdauungstrakt und werden da angepasst. Das heißt, da ist Hygiene notwendigerweise auch punktuell ein Verringern von Bakterien. Hast du gerade bakterienfreien Raum schaffen genannt? Das ist das doch aber gar nicht möglich. Nein, aber man versucht es und man kann sich dem annähern. Also wenn ich meine Hände wasche, dann habe ich pro, ich weiß nicht, was war denn das, Quadratmillimeter von 100.000 Keime auf 1.000 reduziert durch Händewaschen, kann ich die abwaschen. Und je nachdem, was ich dann wieder anfasse, ob das meine Klamotten sind oder ein Apfel oder der Nachbar oder der Geliebte, habe ich dann wieder mehr nach der Zeit. Ich kann die dann, die restlichen 1.000, die da übrig bleiben, jetzt noch versuchen, das wegzudesinfizieren, dann zerstöre ich aber das Mikrobiom auf meiner Haut. Und das weiß jeder, der ständig desinfizieren muss mit den Händen, der kriegt dann so rote, gereizte, dünne Haut, die empfindlich wird und juckt und sehr anfällig ist für Verletzungen und sowas. Das ist nicht gesund, das hat nichts mit Hygiene zu tun. Und wenn man jetzt im Krankenhaus sich bemüht, hygienisch zu sein, dann ist das ja auch eigentlich nur in begrenzten Räumen. Und wenn man das dann für die Zeit gebraucht hat, eine Operation, wäre es eigentlich Zukunftsmusik, soweit sind wir noch nicht, dass man dann wieder ein gesundes Mikrobiom in dem Raumklima herstellt, weil sich ja sowieso Bakterien wieder dort ansiedeln werden, weil die überall und immer sind. Es gibt eine interessante Studie, die in Italien in 6 Krankenhäusern parallel durchgeführt wurde, wo man statt mit den desinfizierenden Reinigungsmitteln mit Bakterien geputzt hat. Und dann hat man vorher Proben genommen. Das sind, glaube ich, ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig erinnere, das sind, glaube ich, dann 24.000 Patientenproben genommen worden oder Umgebungsproben also Tausende von Proben genommen, um das auch wirklich zu verifizieren in 6 unterschiedlichen Krankenhäusern, die man dann einzeln angeguckt hat und als Ganzes angeguckt hat. Man hat festgestellt, wenn man jetzt alleine den Fußboden und die Dinge, die man putzt, mit Bakterien putzt, die nicht also ein Mittel sind, die Bakterien beseitigen, sondern tatsächlich im Putzmittel Bakterien drin sind, probiotische Mischung, dass dann das, was sonst passiert, nämlich eine Reduktion der Mikroben und dann kommen die ganzen Resistenten hoch, sich verwandelt. Und man hat dann festgestellt, dass die Oberflächenpathogene, also das sind bestimmte Bakterienstämme, von denen man ausgeht, dass sie an nosokomialen, also Krankenhauskrankheiten beteiligt sind, dass die um 83% abgenommen haben. Das ist sensationell. Und dass die Zahl dieser nosokomiale Erkrankungen sind die Erkrankungen, die ein Mensch erwirbt, indem er eine medizinische Behandlung bekommt. Also zum Beispiel, wenn ich ins Krankenhaus gehe und habe nur einen Fußnagel zu extrahieren, so einen kleinen Eingriff, und gehe raus und habe eine schwere bakterielle Infektion mit einem resistent gewordenen Krankenhauskeim, sagen wir ja, dann ist das eine nosokomiale Infektion. Und die Zahl dieser nosokomialen Infektionen in diesem Untersuchungszeitraum bei den Betroffenen, also bei den Patienten, die dann in diesen mit Bakterien geputzten Räumen waren, ist von 4,8 auf 2,3 runtergegangen. Und die Resistenzgene, also die Gene, die Resistenzen in den Bakterien schon ausgelöst haben, sind auch signifikant runtergegangen. Warum? Weil jeder Lebensraum auf der Erde natürlicherweise mit Bakterien besiedelt ist. Jede Oberfläche gehört sich besiedelt mit Bakterien. Also es ist ja überall ein Zusammenleben im Lebendigen, aber auch hier der Teppich, der Stuhl, das Glas, es ist alles auf der Oberfläche mit Bakterien. Und wenn ich jetzt versuche, die zu beseitigen, verändere ich etwas zum Ungesunden. Das ist unhygienisch. Wichtiger ist, einen Lebensraum zu kreieren, wo ich sozusagen, ich sage immer gerne, Hausbesetzer-Szene habe. Dann habe ich da eine Hygiene. Hygienisch ist, die passenden Bakterien zur passenden Zeit am passenden Ort. Das heißt, wenn ich dann flächendeckend putze mit Bakterien, dann weiß ich, wer da wohnt, weil die kenne ich, die im Putzwasser drin sind. Die besiedeln das und alles ist gut. Es klingt, du guckst mich so fragend an. Nein, das klingt wahrscheinlich so ein bisschen befremdlich. Also meine Frage ist wirklich, wie kriegen wir das jetzt in die Köpfe? Ich meine, eigentlich müssen wir ja jetzt im Medizinstudium ein komplettes Fach mal zu Bakteriologie noch mal ganz neu
einführen, klar. Weil es bringt ja nichts, wenn das nicht im Kollektiv ein Umdenken zum Thema Hygiene einfach gibt. Also ich finde es natürlich schon, ich arbeite jetzt seit über 20 Jahren zu dem Thema, da wird man geduldig. Anfangs habe ich gedacht, mit den Erkenntnissen, die ich da recht schnell mit den effektiven Mikroorganismen gewonnen habe, ich gedacht, jetzt wird alles anders. Mhm. Jetzt machen wir das alles anders. Es geht viel besser, billiger, einfacher, gesünder und sowas. Es gibt ja zwischen 30.000 und 35.000 Menschen, die sich pro Jahr in Deutschland allein im Krankenhaus an so Krankenhauskeimen anstecken. Und 2018 starben 2.400 Menschen an so einer erworbenen Krankenhauskeiminfektion. Das ist richtig, richtig viel. 2.400 Leute, die überflüssigerweise an Hygienemaßnahmen Konsequenzen gestorben sind. Und dann habe ich festgestellt, man kann das erzählen und das Erzählen, es ändert sich nichts. Es ändert sich nur im Einzelnen. Und wenn jeder, der jetzt hier zuhört, das Aha-Erlebnis hat, dass Hygiene eine Göttin ist und dass Hygiene bedeutet, die passenden Bakterien zur passenden Zeit am passenden Ort, dann ist ja schon viel gewonnen. Also das wird dann irgendwann die Wahrheit auch in den Kliniken ankommen. Ja, wenn ich jetzt natürlich in der Familie das schon mal umsetzen möchte, ja, mit angefangen von Wäsche waschen, vom Putzen, von mit mir selber in der Hygiene für meine Haut und für mein Körper. Kannst du uns da so einen alltagstauglichen Einblick ein bisschen geben, so mit ein paar Tipps und Tricks, dass ich die wirkliche Hygiene eigentlich lebe, das gesunde Leben integriere? Ja, also die erste Regel ist natürlich keine Bakterientötung mehr. Weil gesundes Leben, eine Göttin, das hat nichts mit Töten zu tun. Mhm. Also das erste ist die Absicht umschalten. Weg von Bakterien müssen weg und sind gefährlich, machen krank hin. Bakterien sind die Grundlage des Lebendigen, gehören dahin. Und ich gestalte als Mensch, welche Bakterien wo sind. Ganz praktisch gesehen zum Beispiel verteilt man nicht die Bakterien aus dem Fußboden auf dem Tisch. Also der Klassiker an unhygienisch ist, mit dem Spüllappen mal ebenso den Pudding, der auf dem Boden geschlabbert ist, auf dem Boden aufwischen und wieder oben. Das ist maßlos unhygienisch, weil im unteren Bereich, so die unteren ungefähr 30 Zentimeter, so ein anderes Mikrobenmilieu haben als oberhalb. Ich esse ja auch nicht auf dem Fußboden. Also es ist jetzt geht nicht darum, um eine blinde Unsere Familie. Kultur jetzt nicht. Die Kulturen, die auf dem Fußboden essen, essen auf dem Erdboden, nicht auf dem Fußboden. Okay. Weil unser Fußboden ist ja das, was dann mit den Straßenschuhen betreten wird. Häufig. Es wäre auch hygienisch, die Straßenschuhe am Hauseingang gegen Hausschuhe zu tauschen. Es ist auch hygienisch. Es ist auch sehr hygienisch, die Hände zu waschen. Ja, es wäre sehr hygienisch, ich mache jetzt einen Witz, ja, das Handy zu waschen. Weil es gibt am Handy ein größeres, unappetitliches Mikrobenchaos als auf dem Toilettensitz. Ja. Ja, also da setzen sich die Leute nicht hin, aber das Handy hat man beim Frühstück neben dem Brötchen liegen. Das ist total unhygienisch. Also Esshygiene ist ganz wichtig. Vorher die Hände waschen, ein eigenes Essambiente, was jetzt nicht die Papiertüte auf der Fußgängerzone ist, wo ich den ganzen Abrieb von den Autoreifen vom Straßenstaub mit drin habe, das ist total unhygienisch. Mhm. Ja, also es geht auch um Respekt vor den unterschiedlichen Lebensräumen. Ja, also, wenn ich sage, Bakterien gehören überall hin, heißt es nicht, es gibt einen Bakterienbrei und alles darf miteinander vermengt werden, sondern eigentlich das, was immer schon hygienisch war, das wissen wir ja auch. Es geht zu diesem komischen Verirrungsstrom der Beseitigung parallel. Dass man nicht mit den Straßenschuhen bis ins Bett geht, macht man normalerweise nicht. Weil das, was man unter den Schuhen trägt, das ist aus der Straße, gehört einfach nicht in den Bereich, wo man dann auch jetzt im Bad unterwegs ist. Oder apropos Bad. Ja, genau. Apropos Bad. Ich denke die ganze Zeit, wir machen jetzt meine Toilette sauber, weil da war ja natürlich auch das Mindset, keimfrei, desinfizieren, das hatte ich natürlich auch. Ja, und es Bis wird ich ja dich nicht kennengelernt habe. Ja, es ist ja dadurch, dass man die Bakterien nicht sieht, glaubt man ja, dass sie dann keimfrei werden. Die Werbung ist ganz raffiniert. Da steht ja nicht beseitigt die Bakterien, sondern bekämpft die Bakterien. Mhm. Von beseitigen ist da gar nicht die Rede in der Werbung. Ah, ist wieder nur der Kampf. Das ist der Kampf und das Ergebnis steht ja nicht dabei. Mhm. Also da haben sich schon manche Desinfektionsmittelhersteller irgendwelchen kritischen Verbraucherschutzverbänden ausgesetzt gesehen. Weil da steht bekämpfen und nicht beseitigen und das ist irreführend. Mhm. Ja, weil ich kann ja was bekämpfen und das ist dann trotzdem da. Und so ist es ja mit den Bakterien. Wie ich einfach eingangs schon sagte, dass dann die Mikrobendichte, sagen wir mal, von hier bis da, dann putze ich das mit so einem bakterientötenden Mittel weg.
dann verringert sich das auch und wächst dann wieder an. Das ist ja Ressourcenverschwendung eigentlich. Ja. Ist auch nicht gesund. Wenn ich aber mit einem bakteriellen Putzmittel, die gibt es ja inzwischen, reinige, dann gibt es die Erfahrung, dass diese Wiederansiedlung mit Krankheits- und, also, weißt du, ne? Mhm. Also, mit Bakterien, die man nicht haben möchte, dass die auf Dauer nicht stattfindet, weil da eben eine flächendeckende, gesunde Mikrobenmischung drauf ist, die harmonisch ist mit dem Raum und dann nicht die anderen sich weiter vermehren. Also gibt es dann auch Mikroben gegen Kalkablagerung? Weil das ist jetzt auch nur so meine Frage. Also es gibt Essig, mit dem man Kalk lösen kann. Das ist aber Essig wäre jetzt im Einklang mit der Natur, mit den Mikroben in Ordnung. Ja, du hast jetzt nach Kalklösung gefragt. Ja. Ja, Kalk löst man mit Essig. Ja, das stimmt. Ja, aber ich würde jetzt nicht das ganze Bad zwingend mit Essig putzen, weil das Essig gibt einfach auch eine bestimmte Mikrobenflora. Mhm. Wenn ich den Kalk mit Essig beseitigen möchte, dann mache ich das halt. Ich kann aber auch dann hinterher nochmal Mikroben, ja, kann man, muss man aber nicht versprühen. Wenn man hygienisch ist und nicht zum Beispiel mit dem Lappen, mit dem man die Toilette putzt, dann anschließend in der Küche den Spülstein auswischt. Ja, mhm. Also dass man zum Beispiel bei der Benutzung des Handtuchs sich von oben nach unten abtrocknet und nicht von unten nach oben. Weil der Fußpilz, den man vielleicht möchte, möchte man nicht am Schoß haben und nicht im Gesicht. Dann fängt man im Gesicht an und trocknet sich von oben nach unten ab. Mhm. Idealerweise hat man sogar verschiedene Handtücher fürs Gesicht und die Füße. Das ist unappetitlich und unhygienisch, weil man an den Füßen eine ganz andere Mikrobenbesiedlung hat als im Gesicht. Dann ist es angemessener. Manche Leute nehmen dann Vorderseite und Rückseite vom Handtuch, kann man auch machen, okay, wenn man nur eins hat. Oder den rechten Zipfel. Kann man gucken. Aber einfach, dass man Verständnis dafür hat, dass es verschiedene Lebensräume sind. Nur mit sich selber lebt man ja gut. Und ich wollte gerade sagen, man knuddelt auch seine Füße, das ist nicht so wild. Mhm. Nicht? Aber wenn man zum Beispiel mit Vaginalpilzen Probleme hat, dann sollte man tunlichst bleiben lassen, seinen Fußpilz auf die Vagina zu übertragen, ne? Indem man das gleiche Handtuch benutzt. Ne? Dann kann man mal ausprobieren, ob das einen Unterschied macht. Ja, oder man geht halt das Thema Pilz mal ganzheitlich an. Und macht eine Schwermetallentgiftung, die dann da an diese Stelle hingehört. Klar, das kann man auch mal. Also wir sind ja jetzt beim Thema Hygiene. Ja, das stimmt, ja. Und es ist mir wichtig, ich habe ja noch ein Bild mitgebracht, was so historisch zeigt, wie die Idee aufkam, dass Desinfizieren positiv belegt ist. Das war nämlich in der Kriegszeit. Aha, ist das? Ja, da sind zwei zusammengeraten, aber das macht nichts. Ich meine, das linke, wo da die Substanz drüber steht, da steht so ein Desinfektionsmittel auf dem Nachtkasten eines Soldaten, der dann da verletzt liegt und eine liebevolle Fürsorge bekommt. Und das wurde dann halt emotional mit dieser Werbung verknüpft, dass eine Desinfektion eine liebevolle Fürsorge mit sich bringt. Ja, das ist einfach eine Prägung, die wir abgekriegt haben. Das ist Weltkriegswerbung, ja, aus dem Zweiten Weltkrieg, aus der Zeit, dass wir wissen, wie wir einfach da drauf gekommen sind. Und jetzt ist da noch ein zweites Bild dazu geraten, das rechte. Mhm. Das ist aus einer Arbeitersiedlung im 19. Jahrhundert in der Industrialisierung. Und ich weiß nicht, ob man das jetzt so im Detail sieht. Das ist eine Siedlung, wo Kinder zum einen das Wasser haben, den Waschbottich, das Frischwasser. Und es war noch nicht eine Trennung zwischen Frischwasserversorgung und Abwasser. Das heißt, wichtig für die Hygiene ist einfach auch unter Umständen die Trennung von Räumen. Also Trinkwasser, Quellwasser, getrennt von Fäkalien. In dem Fall waren das Wohnsiedlungen, wo dann die Fäkalien in der Gosse abrannen und dann stehen die Kinder und spielen mit den Katzen und den Kaninchen, die sie da auf dem Arm haben, die vorher durch die Fäkalien gelaufen sind, nehmen die auf den Arm und daneben ist der Eimer mit dem Frischwasser. Das waren dann Räumlichkeiten, in denen man Choleraepidemien dann hatte. Okay. Mhm. Ja, und aus dieser Dramatik dieser Choleraepidemien kam ja dann auch diese Idee mit, dass alles beseitigt werden muss. Also ich glaube, dass es leichter ist, umzudenken, wenn man die Historie versteht, dass wir ja diese Prägung hatten in der Werbung, dass das was emotional positiv Besetztes sei, das ist Kriegswerbung. Mhm. Und dass es die Missverständnisse gab, dass etwas beseitigt werden muss, obwohl es in Wirklichkeit nur getrennt gehört. Nämlich Trinkwasserversorgung und Abwasser. Seit es diese Trennung bei uns gibt, Virchow hat das in Berlin dann eingeführt, haben wir keine Choleraepidemien mehr. Ja, das ist dann hygienisch sauberes Trinkwasser und hygienisch ordentlich verarbeitete Fäkalien. Das ist Hygiene. Okay. Kann ich an den Orten, die ich jetzt geputzt habe,
präventiv Mikroorganismen versprühen, um einfach zu sagen, okay, egal was ich jetzt in Ungleichgewicht gebracht habe durch Essig oder vielleicht durch irgendein Antikalkmittel, dass ich da einfach wieder Ruhe in dieses System reinbringe? Ja, also zum einen braucht man sehr viel weniger Putzmittelbatterie im Schrank, wenn man dann mit den Bakterien putzt. Das geht auch wunderbar. Kann man auch einfach einsprühen und die arbeiten lassen, nach einer Viertelstunde wegwischen. Dann ist so ein Fettfilm auch einfach weggeknabbert von denen. Das geht auch ganz einfach. Okay, das muss ich echt nochmal. Ja, ist ganz einfach. Es ist, ist auch bequem. Dann braucht man vielleicht noch ein Scheuerpulver, wenn man mal irgendwas richtig wegschrubben will. Aber eigentlich nicht mehr diese ganze Batterie von Fensterputzen mit Bakterien. Das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber es geht super gut. Schlierenfrei, braucht man keine Chemie. Und diese Wiederansiedlung oder diese bewusste Besiedlung mit Mikroben, dieses Benutzen von Bakterien zur Oberflächenimprägnierung, das kann man sowohl im Umfeld benutzen, als auch für sich selbst und die eigene Haut. Also ich hatte zum Beispiel eine Dame, die traf ich mal, die an Karfreitag, als ich einen Spaziergang ging, wir haben einen wunderschönen Kalvarienberg bei uns in der Eifel und ich ging da spazieren am Karfreitag und Sie sind doch die Frau Dr. Jock, ich muss Ihnen unbedingt was sagen. Die arbeitet bei der Bank mit Bargeld. Und die hatte mein Seminar besucht und hatte dann Impuls, immer wenn sie da mit dem Geld zu tun hatte, vorher ihre Hände mit den EM-Stammlösungen zu imprägnieren. Und sie sagt, das geht mir so viel besser. Ich bin die einzige Kollegin, die keine Probleme mehr mit den Händen hat, dem ganzen Geld zählen und sowas. Geld ist ja nur etwas, was wirklich von einem zum anderen geht. Das ist jetzt nicht gerade hygienisch irgendwie. Ja. Und sie sagt, das wäre so wunderbar, seit sie die Hände immer einfach imprägniert mit den EM obendrauf, kann sie damit umgehen, es passiert überhaupt nichts. Und wenn sie Hände gewaschen hat, dann imprägniert sie die wieder. Und sie sagt, sie hat überhaupt keine Probleme mehr. Sie kann hemmungslos mit Geld umgehen. Toll. Ja, Geld zählen und sowas. Also ich spreche dann immer so gern von der Hausbesetzerszene. Wenn man aktiv wählt, wie man seinen Lebensraum gestaltet, nämlich hygienisch mit Bakterien, dann hat man meistens keine Probleme mehr mit den Konsequenzen, die man sonst hätte. Mhm. Super. Und das kann man sich gut zunutze machen, auch wenn man ein Raumklima hygienisch gestalten möchte, in Räumlichkeiten, wo viele kranke Menschen sind oder strapazierte Menschen oder in einer Sporthalle. Es gibt ja Räume, in die man reinkommt, so auch Gemeindesäle, wo vom Seniorenkaffee bis zur Morgengymnastik alles drin. Ich weiß, von was du sprichst, ja. Ja, Schultoiletten. Wunderbares Beispiel für Kinder trinken nicht mehr und so. Wenn man da eben dieses Milieu ändert, indem man da regelmäßig Bakterien sprüht, die Stammlösung verdünnt 1:10 in eine Sprühflasche und dann einfach durch den Raum das durchnebelt. Wenn man das jetzt in der Praxis zum Beispiel immer abends nach der Sprechstunde einmal durchgeht, das ist eine Sache von einer Minute und nebelt den ganzen Raum ein, dann siedeln sich die Mikroben, die rieseln dann durch den Raum, siedeln sich auf dem Boden an, regeln da untereinander, was zu regeln ist. Das Geheimnis ist ja, dass die wissen, was gesund ist. Wir müssen denen ja gar nichts sagen. Die wissen das von alleine. Wenn man natürlich Mikroben kann ich ja aber auch super in so pubertierende Kinderzimmer. Das sind ja auch so Spezialeffekte, wo man dann, oder? Ja. Einfach Yoga-Zentrum oder Yogamatten, ne, wo man geschwitzt hat oder sowas. Dann einfach, die werden ja auch desinfiziert. Warum denn eigentlich? Dann hat man diese resistenten Keime da drauf. Weil jede Bakterienbekämpfung hat ja die Folge, dass die Bakterien, die da sind, etwas irritiert sagen, was macht Homo sapiens da mit mir? Ich gehöre doch hierhin. Und dann züchtet man sich dadurch Mikrobenstämme, die nicht mehr in den natürlichen Kontext reinpassen. Ja, weil es einfach ein komplettes falsches Verständnis, gell, wurde uns antrainiert. Ja, durch solche emotionalen Zusammenhänge, die völlig missverstanden waren damals. Es ist ein historisches Zeitgeschehen und jetzt die Zeit, es zu ändern. Ganz kurz noch, jetzt fällt es mir gerade ein, Wäsche waschen. Weil gerade, es gibt ja auch diese antibakteriellen Waschmittel oder Konzentrate. Antibakterielle Waschmittelkonzentrate? Ja, es gibt so, ich will jetzt nicht die Marke nennen, aber es gibt so Flüssigkeit, die mache ich noch, kann man zur Wäsche dazu machen. Oh, wie gruselig. Zum Desinfizieren gegen Bakterien, gegen Schweißgeruch, Pilze, sowas. Ja, und was ist jetzt deine Frage an mich? Wie würdest du Wäsche waschen? Ich nehme die Waschmaschine, ich stecke die Wäsche da rein, nehme ein biologisches Waschmittel und wasche die. Ein biologisches Waschmittel? Ja, zum Bioladen. Okay, also da gibt es nicht noch irgendwie mikrobiologische Helfer?
Naja, es gibt Leute, die kippen jetzt die effektiven Mikroorganismen in die Waschmaschine, aber ich liebe meine Mikroben und koche die nicht bei 30, 40, 40, 50, 60 Grad Celsius, die armen Mikroben. Also das finde ich jetzt übertrieben. Es gibt ja auch Leute, die sagen, das EM sind aber Lebewesen, ja, diese effektiven Mikroorganismen, von denen, mit denen ich arbeite. Die effektiven Mikroorganismen, die Lebewesen, ja. Und in dem Moment, wo man sagt, das EM ist ein Putzmittel, dann hat man das Leben nicht verstanden. Und dann, das sind natürlich Menschen, die in die Waschmaschine kippen und die dann mitwaschen. Aber also das sind ja meine kleinen, lieben, lebendigen Helfer. Wenn man jetzt vorsorglich zum Beispiel bei Babys damit die Windel einsprüht, ja, das kann man machen, ne? Diese Einwegwindeln oder auch andere Windeln, dass die keine Windeldermatitis kriegen, dann kann man eine Sprühflasche nehmen mit EM. Die trockene Windel, also nicht nass, sondern einfach nur so mit diesen feinen Aerosol-Sprühflaschen mal so drüber und dann trocknen lassen. Dann ist diese Oberflächenimprägnierung wunderbar, wenn man das Baby, wenn man dem Baby die Windel anzieht. Also man kann alle Oberflächen vorsorglich mit diesen effektiven Mikroorganismen imprägnieren. Also ich könnte auch, wenn ich die nasse Wäsche aufgehängt habe, einfach mal so kurz drüber sprühen. Ja, aber wozu? Ja, ich meine, warum? Warum soll man denn da irgendwas ändern? Die ist doch gut, die Wäsche, wenn sie aus der Maschine kommt, ist sie doch gut, wie sie ist. Was ist daran zu ändern? Ja, ich dachte vielleicht, dass das, wenn man biologisches Waschmittel nimmt, dann passt es wieder. Wenn man jetzt aggressives, sollte man ja eh nicht, dann, ja, dann lässt man das Waschmittel weg. Ja, genau, umstellen. Weil in dem Moment, wo ich ein aggressives Spülmittel, Waschmittel, Flüssigreiniger oder sowas nehme, wir haben ja Gott sei Dank jetzt die ganzen Alternativen. Ja. Vor 30 Jahren war es schwierig, was zu kriegen. Na, wenn man dann gesucht hat nach einem gescheiten Waschmittel, das hat ja alles nicht funktioniert damals. Nee. So, ne, heute gibt es gute oder auch aus dem Gewerbebereich ganz einfache Waschpulver, die diesen ganzen Schnickschnack an Duft und Aroma und Chemie nicht haben und auch geruchlos sind. Das ist ja fast eine olfaktorische Beleidigung, wenn man dann spazieren geht und oder hat dann, man weiß, Nachbarin drei Häuser weiter hat Wäsche aufgehängt, weil es so penetrant ein künstlicher Geruch in der Luft ist. Wozu? Das dient nichts und niemandem. Das ist einfach Ressourcenvergeudung. Aber wenn ich ein einigermaßen normales Leben führe und wasche meine Wäsche, dann ist die okay, wie die ist. Da ist nichts bakteriell dran, was da irgendwie schlimm wäre. Also gerade, was soll da dran sein? Ja, ja. Also es gehören ja auch Bakterien und Pilze überall hin. Die gehören in unseren Lebensraum mit rein. Es ist halt die Frage, welche. Und dann ist entscheidender, ob ich jetzt ein Synthetik-Kleidungsstück habe, weil auf Synthetik-Kleidung wachsen andere oder fühlen sich andere Mikroben wohl als auf einem schönen Wollpullover. Dann ist es entscheidender, welche Qualität hat die Garderobe, die ich mir mit der ich mich kleide, die ich mir kaufe. Weil damit präge ich die Mikrobenflora. Wenn ich jetzt eine Synthetikfaser habe, dann habe ich auch eine ganz andere Mikrobenbesiedlung auf meiner Haut als auf einer Naturfaser. Also da gestalte ich mehr als, also ist auch schrecklich, wenn ich dann sehe, dass Menschen dann überall desinfizieren. Ich hatte einen Freund, der eigentlich auch im Naturschutz ganz unterwegs war und wunderschöne Tierfotos gemacht hat und sowas. Und dann war er eines Tages, sagt er, ja, ich war auf Intensiv im Krankenhaus. Ich sage, wie, du warst auf der Intensivstation? Was hast du denn angestellt, dass du auf Intensiv? Ja, weiß ich auch nicht. Wir hatten den Norovirus, meine Frau und ich. Den Norovirus, wo habt ihr den denn her? Ja, verstehe ich auch nicht. Wir haben immer alles desinfiziert. Den Einkaufskorb, das Lenkrad, das immer alles desinfiziert. Was passiert dann? Man beseitigt die Bakterien. Was bleibt übrig? Die Viren. Das ist doch klar, wenn ich immer, die gehören ja zusammen, die Bakterien, die Viren, die Pilze, die Archaea, die Protozoen, die leben da zusammen. Wir wissen ja gar nicht, was die da alles untereinander machen. Es wäre anmaßend zu glauben, dass wir verstehen würden, was die da machen. Die können Erde schon, bevor es Homo sapiens gab. Jetzt beseitige ich mit einem Desinfektionsmittel die Bakterien. Was bleibt dann übrig? Die Viren. Ja. Die werden mit den meisten Desinfektionsmitteln ja überhaupt nicht angeknackst. Naja, es gibt ja auch Leute, die behaupten dann, dass es gäbe keine Viren. Das finde ich dann noch die Steigerung davon. Ist gerade Mode, habe ich mitgekriegt, dass Leute sagen, Viren gibt es nicht. Das ist auch super bequem, wenn ich sage, gibt's nicht. Das kann man das Leben noch einfacher machen. Ja. Kann man sagen, das ist natürlich Quatsch. Natürlich gibt es etwas, was wir Viren nennen, was man beschreiben kann, dass die dann nicht in dem Konzept, was wir jetzt von Hygiene und so gültig gemacht haben, sinnvollerweise zu erklären sind, steht auf einem anderen Blatt, dass diese Zusammenhänge völlig anders sind.
Ja, wir haben ja von dir auch schon viel wissenschaftliche Neuerungen. Ich glaube, es bedarf halt einfach immer ein Mitgehen mit der Erkenntnis. Und ich glaube, das ist wirklich der Schlüssel, dass man nicht auf einem Wissen von 1800 irgendwo sein ganzes Mindset herholt. Mhm. Ja, weil die ganzen Lebenskonzepte aus dem 19. Jahrhundert greift, wo wir heute mit der Mikrobiomforschung wissen, wie wichtig es ist, ein vielseitiges Mikrobiom zu haben, das in sich gut kommuniziert, was ständig in Oberflächenkontakt mit den Körperzellen ist und auch in Oberflächenkontakt ist überall. Dass ein Raumklima geprägt wird durch die Zimmerpflanzen, die damit sind, die Haustiere damit sind, durch die Art der Personen, die damit drin sind. Und dass das gesund ist und so gehört. Und dann fühlen wir uns wohl. Wir fühlen uns nur wohl in einem Bett mit Mikroben. Es war jetzt letztes Jahr im Sommer, dass auch in den Büroräumen überall die Luft desinfiziert wurde. Mhm. Was für einen Moment dann was beseitigt und dann siedelt sich irgendwas wieder an. Und es gab eine Frau, die kriegte immer Kopfschmerzen neuerdings, wenn sie ins Büro geht. Die hat den Zusammenhang gar nicht hergestellt. Das ist eine Geschichte, die ich von meiner EM-Händlerin gehört habe. Bis die EM-Händlerin ihr mal den Tipp gegeben hat, versprüh doch mal EM in der Raumluft da im Büro, wenn du da ankommst. Hat sie das gemacht, hat sie keine Kopfschmerzen mehr gekriegt. Mhm. Das zeigt, dass so ein gesundes Mikrobiom im Raum tatsächlich konkret auf die spürbare Gesundheit eine Auswirkung haben kann. Also jetzt nicht nur messbar, wie so an dieser Uni, an diesen 6 Kliniken, wo man festgestellt hat, dass es viel gesünder für die Menschen ist, dort krank zu sein, wenn mit Bakterien geputzt wird. Mhm. Ich hoffe, dass das in die Zukunft rein... Ja, definitiv, vor allen Dingen auch... Ja, du hast ja auch so viele Bücher geschrieben, wo man wirklich dann das ganze praktische Wissen auch wirklich jetzt in den Alltag integrieren kann. Ja, und es kann einem ja so viel Angst nehmen. Ja. Man muss nicht ständig irgendwas beseitigen, man kann einfach leben. Ja. Ja, früher, wenn man jetzt im Freilichtmuseum ist, Lehmboden, offenes Feuer, super hygienisch. Ja, der Lehm hat eine Qualität, der absorbiert das Feuer, reinigt das offene Feuer, reinigt die Luft ständig. Und dann sagen wir, die Alten haben so primitiv gelebt mit Lehmboden und Feuer. Super gesund. Mhm. Ja. Ja, cool. Super. Vielen Dank für die ganzen wertvollen Einblicke in das Thema Hygiene. Hat bei mir auch nochmal einiges verändert. Ich werde jetzt auch nochmal ein bisschen was verändern. Ja. Ja, dein desinfizierendes Spülmittel. Im Bad habe ich so ein paar Killer drin. Ja. Die werde ich austauschen. Ja. Also vielen, vielen Dank. Und bis bald. Ja, bis dann. Ich hoffe, Ihnen geht's genauso, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Es gibt doch vielleicht so in diesem Putzschrank den ein oder anderen Austausch, den man jetzt machen kann. Und ja, ich werde mich dran machen. Ich hoffe, Sie auch. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald. Tschüss.